Die SPÖ will den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft erleichtern und sorgt damit für heftige Debatten. Die ÖVP spricht von einer Entwertung der Staatsbürgerschaft. EU-Ministerin Caroline Edtstadler von der Volkspartei und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ haben darüber gestern in der Zeit im Bild 2 diskutiert. Das Gespräch zeigen wir Ihnen gleich. Davor ein Bericht von Bernd Kuschuh und Peter Babutzki. Wie kompliziert soll es sein, österreichischer Staatsbürger zu werden? Zumindest weniger kompliziert, fordert die SPÖ seit wenigen Tagen und hat damit eine ordentliche Debatte ausgelöst. Das SPÖ-Modell sieht Folgendes vor. Kinder, die in Österreich geboren werden, sollen automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn zumindest ein Elternteil 5 Jahre lang legal in Österreich gelebt hat. Auch für Erwachsene soll der Zugang vereinfacht werden. Bisher gibt es ein Antragsrecht nach 10 Jahren legalem Aufenthalt, in vielen Fällen auch schon ab 6 Jahren. Künftig sollen laut SPÖ alle nach 6 Jahren einen Staatsbürgerschaftsantrag stellen können. Und wenn er aber einen positiven Asylbescheid erhält, soll ihm die Wartezeit im Asylverfahren angerechnet werden, schlägt die SPÖ vor. Bedingungen, die es teils auch derzeit gibt, sollen bleiben, etwa das Beherrschen der deutschen Sprache, ein eigenes Einkommen, Unbescholtenheit und ein Staatsbürgerschaftslehrgang sollen Voraussetzungen sein laut dem SPÖ-Modell. Die Partei habe sich jahrzehntelang bei dieser Frage zurückgehalten, sagen Experten. Die aktuelle Forderung sei aber zeitgemäß. Das Problem, dass ja viele Kinder in Österreich zur Welt kommen und nicht die österreichische Staatsbürgerschaft bei der Geburt erwerben können, das ist ein Problem und das kann beispielsweise mit dem SP-Vorschlag angegangen werden. Entsetzt vom Vorschlag ist die ÖVP. Sie sieht eine drohende Entwertung der Staatsbürgerschaft und spricht von einer Masseneinbürgerung von 500.000 Menschen, mit denen die linken Parteien die politischen Mehrheitsverhältnisse verändern wollen würden. Diese Zahl kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man sich die Statistik anschaut, sieht man, dass rund 90.000 Drittstaatsangehörige derzeit in Österreich leben, die eine Aufenthaltsdauer zwischen 6 und 9 Jahren haben und die dann, wenn sie, und das ist wichtig zu betonen, die üblichen anderen Einbürgerungskriterien erfüllen, wie zum Beispiel Deutschkenntnisse, Unbescholtenheit und das Einkommen, sich einbürgern lassen könnten. Für eine Lockerung bei den Staatsbürgerschaften sind auch die Grünen. Sie haben gestern beim Bundeskongress dazu einen Antrag beschlossen, der noch über den SPÖ-Plan hinausgeht. Also es gibt Studien, die zeigen, dass eine Einbürgerung oder eine frühe Einbürgerung ein Integrationsturbo sein kann. Es befördert die Partizipationsmöglichkeit, den Zugang zum Arbeitsmarkt. Eine Mehrheit für eine Reform gibt es nicht. Neos und FPÖ sind gegen den SPÖ-Vorschlag, die ÖVP sowieso. Wobei, als Sebastian Kurz noch Integrationsstaatssekretär war, wurde die Antragsfrist für sehr gut Integrierte auf 6 Jahre gesenkt und auch der Ton war freundlicher. Bei uns wird es eher darum gehen, die Staatsbürgerschaft attraktiv zu machen. Und mir geht es auch sehr stark darum, dass wir die Staatsbürgerschaftsverleihung würdig stattfinden lassen. Dass wir nicht mehr dieses Angstdenken haben wie früher, dass es schlecht ist, wenn wer Staatsbürger werden möchte, sondern ganz im Gegenteil. Mehr als 8 Jahre ist das her. Die Zeiten ändern sich.